Ich gebe es so an. Also, wir waren ja 1-0-4 in der Halbzeit. Bis dahin hatten wir den Match ganz gut am Griff. Bis auf den 3-0, wo ihn dann am Punkt schon gedacht hat, der Match wäre rüber. Wir hatten einen Doubt gemacht. Und dann sind wir so durch dumme Fehler, wo man sich selber an Schwierigkeiten bräuchte. Wo es dann noch einmal brennt ging nach dem Schluss. Aber Gott sei Dank haben wir da eben noch den Match gewonnen. Ja, also die Coupe natürlich, das ist immer geil, wenn sie das gewinnen. Das ist ein Titel für jeden. Und natürlich muss man auch weiterkommen. Und wir werden nicht dann noch bis zum Finale. Also das ist unser Ziel, eben, und für das auch zu gewinnen, für eben noch europäische Spiele zu sehen. Ja, das stimmt. Also, es war eine lange Zeit, wo ich nicht mehr gespielt habe, eben wegen gesundheitlichen Gründen. Nichtsdestotrotz bin ich mehr froh, um Terra zu sehen und eben noch zu spielen. Und freut mich natürlich, dass ich mehr Spielzeit kriege wie vier drin. Das neue System, sonst mal so, bei dem Trainer, also das neue System, mehr vier drin mit den anderen Trainern, da hat man das aber auch schon ab und zu gespielt. Du weißt, für mich ist es nicht unbedingt ein ganz neues System, das ich noch nie gespielt habe. Mit mir gehen auf dem Terra, dass es uns gut leid. Und weil sonst gibt es mir ja aber nicht. Ich meine, 7 Matches haben wir noch nicht verloren. Weil ich aber weiß, dass wir stabil sind und gewonnen. Das ist guter Scheiß gemacht. Ja, also wir sollen am Anfang dürfen wir gar kein Match verlieren, geil zum Mal, wenn wir wollen 4 Match spielen, dann dürfen wir uns nur noch den Match gegen Mondorf muss man eben noch die nächsten Matches noch gewinnen, geil. Und zum Mal, wie ich schon gesagt habe, für beide Spiele natürlich muss man einfach konzentrieren, den Match gehen und stabil haben eben rumstehen, so wie die letzten Matches waren. Und da manchmal auch keinen Kopf, dass wir das nicht so packen. Weil theoretisch müssen wir den Match aber gewonnen, gell? Hi, merci! C'est fini,